Hi, jetzt willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute was ganz Besonderes, was ich noch nie auf meinem Kanal gebracht hatte. Und zwar ist das Jump World auf dem Timonia-Server. Ich glaube, ich hoffe, ich habe das jetzt gerade richtig gesagt. Ich bin gerade komplett, Leute. Ja doch, Jump World steht ja da auch an der Seite. Ist richtig. Also habe ich bemerkt, dass einige Leute, es wurde mir auch geschrieben, über mehrere Plattformen, dass Leute mir Jump'n'Runs gebaut haben. Was ich als erstes mal mega cool und krass finde, dass Leute sich da die Arbeit für nehmen. Und deswegen wollte ich gucken, dass ich mal ein paar vielleicht ein bisschen anspiele oder durchspiele. Ihr wisst ja, ich bin ein Jump'n'Run-Liebhaber. Eine Jump'n'Run-Liebhaberin. Deswegen habe ich hier das erste angefangen. Zwar ist das von Shabby. Und ich würde sagen, wir fangen hier mal ganz durch. Bitte alle Schilder lesen. Danke. Okay. Gut. Lesen wir mal durch. Wuschelschwanz. Fix. Ups. Wieso wurde ich denn jetzt zurückgebackt? Zurück zum Checkpoint. Habe ich irgendwas gedrückt? Nee. Ist das hier? Kann man verlassen. Machen wir nochmal hier also. Der hat mir Wuschelschwanz fix. Hä? Was passiert denn hier? Ist es... Ah! Ah, bei den roten Blüten stirbt man ja. Das habe ich schon ganz vergessen. Foxy, Fellknäuel, ups, hopp, Wuscheli und Wollknäuel. Hep. Und Wuschel und Fuxi. Wo ist der Fuxi? Ja, er fehlt. Leute. So. Ach, damit kann ich springen jetzt. Cool. Okay, jetzt bin ich hier oben. Sehr gut. Ich schätze mal, dass ich höchstwahrscheinlich... Ich gehe mal hier über die Decke. Was ist denn das? Das ist denn blau? Ich wurde geportet. War das richtig? Ich glaube schon. Leute, bei der Gelegenheit kann ich euch eigentlich sagen, dass ich jetzt gerade vorproduziere. Weil alles, was ihr hier seht, ist vorproduziert, Leute. Weil ich nämlich ab Donnerstag 2 Wochen weg bin. Ich sag noch nicht, wo ich bin, weil vielleicht kommen da coole Videos. Und dann wäre es schon so... gespoilert und langweilig. Aber da kommt vielleicht was ganz Cooles. Ich weiß es noch nicht. Checkpoint erreicht. Muss ich da runter? Oh, das wird schwer. Ach, da ist er ein Schleim. Oh, das habe ich geschafft. Cool. Muss ich hier runter? Sieht so aus. Tada. Okay. War jetzt bis jetzt alles gut schaffbar? Heute Abend soll am Schluss ein Fuchs essen statt... Was? Ein Fuchs essen? Leute! Oh nein! Guten Tag, Reisender. Du befindest dich in den geheimen Gängen der Gefangenen. Gib Acht. Wir haben viele Fallen gestellt, falls uns die Wächter folgen. Ich hoffe, dass uns niemand folgt. Gehen wir mal hier lang. Für Anfänger, für bessere Anfänger. Leute, was machen wir? Also, wenn wir schon sowas machen, müssen wir auf jeden Fall hier No Risk, No Fun. Sollten wir nämlich auf jeden Fall schaffen. Boah, wie cool das Ganze hier gebaut ist. Also, da hat sich Shabby wirklich ultra viel Mühe gegeben. Allein wie lange dieser Raum schon hier dauern musste. Krass. Okay, das ist echt etwas für bessere Anfänger. Der Jump ist echt schwer. Mann, Schmeier. Muss ich da überhaupt direkt lang? Eigentlich schon, ne? Ja, der ist schwer. Kann ich hier nicht ein bisschen schummeln? Guck mal, ob ich hier schummeln kann. Hep. Hep. Das hat keiner von euch gesehen. Keiner hat's gesehen. Aber wo soll ich denn jetzt hier lang? Von hier? Wahrscheinlich war es doch so gewollt, oder, Shabby? Wo lang? Ja, gute Frage. Ich gehe mal hier oben lang. Und, hepp. Okay. Da habe ich den Weg, glaube ich, gefunden, oder? Sieht doch ganz gut hier aus. Oh je. Nein! Nein! Als ob ich das gefailt habe gerade. Aber wenigstens kenne ich jetzt den Weg. Das ist wahrscheinlich schon so gewollt, sonst wäre da, glaube ich, nicht der Platz. Weil ich weiß nicht, ob der Jump da wirklich möglich ist. Wahrscheinlich vielleicht schon, aber... Der wäre schon extrem schwer. Oh nein, 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 nein. Nein, Leute. Ach, hier war ein Checkpoint. Okay. Da hätte ich gar nicht mehr da lang gehen müssen. Ich hab's geschafft. Sehr gut. Okay. Gut. Oh, ein Labyrinth. Wisst ihr, was ich einmal Labyrinth für einen Trick habe? Immer rechts halten. Dann kommt man später, früher oder später, Ziel. Hui. Da, ich glaube, ich habe es geschafft. Nein, Shabby, it's a prank. Mann, wie gemein du bist. Hey, ich habe mich gerade gefreit. Okay, hier ist richtig lang, hier passt's. Mir fällt aber auf, bei der coolen Map könnte ich eigentlich mal auf jeden Fall Shader reinmachen. Schon viel epischer die Stimmung. Jetzt ist schon viel schöner. Okay, jetzt müssen wir hier noch ein bisschen lang jumpen. Oh nein, ich glaube, ich habe gefailt, oder? Kann doch nicht sein, Leute. Da muss auch hier irgendeinen anderen Weg geben. Der Jump. Ah, ich habe ihn geschafft. Hui. Was ist denn hier? Da komme ich nicht rein, oder? Nee, ich muss hier lang. Muss ich da hoch?
Kann ich auch da lang? Nee, ich muss hier lang. Okay. Ist aber schaffbar. So, ganz... Oh, lol. Lol? So. Nein! Okay, den ersten Raum haben wir hier. Endlich ein Checkpoint. Büro? Zelle? Wo muss ich denn lang? Aber hier... Hier steht was. Füchse zum Schlachten in die Küche bringen? Okay, wir müssen unbedingt die Küche finden, Leute. Küche, Küche, Küche. Ich glaube, da bin ich ja schon auf dem richtigen Weg. Überspringen für Noobies. Ja, das versuche ich jetzt noch nicht. Komm, Leute. Vielleicht doch. Das ist ultra schwer. Sieht aus, als würde er... Ist das möglich? So ein Doppelsprung? Ja, es ist schon... Also, ich denke schon, dass es möglich ist. Aber es sieht auch sehr möglich aus. Also, ich bin auch schon sehr kurz davor, den Jump zu schaffen. Aber es fehlt immer noch so ein Stückchen. Ach, verdammt. Aber es ist extremst, extremst, extremst. Dreams. Ich hab'n. Oh. Komm. Nice, Leute. Diesen Horror-Jump. Also, wenn ihr das Jump'n'Run auch spielt, sagt mir mal, ob ihr den Jump geschafft habt. Also, ob ihr ihn... Oder ob ihr den Weg für Noobies genommen habt. Blindness habe ich bekommen. Da springt man so ein bisschen ekelhaft, ne? Aber das sieht bis jetzt noch... Oh je. Oh? Wo muss ich denn lang? Kann ich hier da drücken? Ah. Wahrscheinlich habe ich mir wieder viel zu kompliziert gemacht. Ja, okay, das war jetzt nicht ganz richtig. Moment. Hier drauf. Shabby prankt mich die ganze Zeit. Hier wird mir dann Blindness anscheinend gerade geklärt. Oh, jetzt muss ich da jetzt diesen Jump machen? Das ist ekelhaft. Okay. Ah, verdammt. Jetzt habe ich wenigstens keinen Ekler-Effekt mehr. So. Man kann das auch auf jeden Fall gut schaffen. Soll ich den überhaupt von hier springen? Ja, so, oder? Ja, so ist besser. Hier rüber. Und hier hoch. Oh, cool. Cool, cool. Okay, wo muss ich jetzt hier lang? Nein, ja, nein. Hier kann ich durch. Ja, jetzt habe ich es geschafft. Hier ist der Fuchsi. Cool. Ich habe das Jump'n'Run, glaube ich, geschafft, oder? Ich hoffe, dir hat die Karte gefallen. Würde mich eine gute Bewertung freuen. Vielen Dank fürs Spielen. Bis bald. Grüße, Shabby. Mega cool, die Karte. Bewerten wir mal. Also. Die Kreativität war sehr gut. Also, da hat ja sogar eine Story mit eingebaut. Fand ich richtig cool. Die Sprünge fand ich auch sehr gut. Und die Optik auch. Es war total... Es war top. Es war richtig gut, das Jump'n'Run. Hat mir ultra Spaß gemacht. Also, wirklich sehr, sehr cooles Jump'n'Run. Ich habe noch einige vor mir. Ich werde das Video jetzt wahrscheinlich auch ein wenig zusammencutten, weil es habe jetzt doch recht lange für das Jump'n'Run gebraucht. Also erstmal vielen lieben Dank an Shabby für das ultra coole Jump'n'Run. Finde ich mega cool. Ich werde jetzt wahrscheinlich gleich im Anschluss nochmal ein paar mehr aufnehmen, weil es hat mir ultra krass viel Spaß gemacht. Wahrscheinlich werde ich das daraus so ein kleines Mini-Format machen, so wie beim letzten Mal diese Mini-Skywars-Challenges, als ich einfach wieder weg war und vorproduzieren musste, weil das macht mir gerade echt extrem Spaß. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Wenn ja, zeigt es mir doch mit der positiven Bewertung. Und wenn ihr mir einen Jump'n'Run baut, schreibt doch am besten in die Kommentare, wie das der Name ist, damit ich es am besten finde. Dann vielen Dank nochmal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Leute. Ciao!